unterbrechen unser Programm jetzt für eine ganz wichtige Mitteilung. Unser Sprachübersetzer, der ist so gut wie ausverkauft. Und der ist wirklich ein Highlight. Der ist so beliebt. Sie müssen jetzt ganz, ganz schnell sein. Denn wer jetzt nicht zugreift bei unserem Sprachübersetzer, der geht definitiv leer aus. Und dann kann es wieder ewig dauern, bis der nachkommt. Es ist ein Bestseller. Er ist immer irgendwie so, also immer im Gebrauch, auch wenn wir persönlich verreisen, wir nutzen den selbst. Der Sprachübersetzer, der spricht nämlich fließend für Sie sehr, sehr viele Sprachen. Und wie viele und was ihn so besonders macht, dass er ständig ausverkauft ist, das verrät uns Danny. Ja, ich muss sagen, genau wie du schon gesagt hast, liebe Anne, ich liebe dieses Gerät. Ich nenne ihn persönlich meinen kleinen Flirtinator oder meinen Eisbrecher, denn man fühlt sich dann nicht wie ein Tourist fremd im fremden Land, sondern man kann das Eis brechen, weil man hat keine Sprachbarriere mehr. Das sind 105 Sprachen. Sie sehen, das Gerät ist so klein in der Hand. 105 Sprachen. Also ich spreche mal so 5, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, bisschen Italienisch verstehe ich, aber 105 in der Hand, in Echtzeit übersetzt, genial. Also das 105 Sprachen, das kann wirklich keiner, glaube ich, also kein Genie. Und das kleine Gerät ist wirklich für mich der Hit, der Reisebegleiter schlechthin. Und diese 105 Sprachen können Sie tatsächlich im WLAN-Modus benutzen. Und mittlerweile gibt es auf der ganzen Welt ja überall WLAN. Sollte das mal nicht der Fall sein, dann haben Sie trotzdem 12 Sprachen offline. Also so wichtige Sprachen wie, wow, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, ich glaube auch Chinesisch. Wow. Das ist wirklich der Hammer. Und ich sage halt Eisbrecher, weil dann haben Sie keine Sprachbarriere mehr. Es ist einfach genial. Und Sie sehen hier, das Gerät ist so schön handlich. Hier hinten ist auch eine Kamera, die erkläre ich Ihnen auch später gleich. Und dann zeige ich Ihnen mal, wie es tatsächlich funktioniert. Hier ist ein Anknopf, kinderleicht zu bedienen. Dann habe ich hier, zack, Sie sehen das Bild, der Display ist richtig schön groß, ist ein Touchscreen. Und dann zeige ich Ihnen, wie kinderleicht dieses Gerät zu bedienen ist. Hier ist jetzt gerade voreingestellt, Englisch. Und zack, tippe ich drauf. Ich möchte jetzt mal auf Deutsch. Da sehen Sie, die Sprachen sind alphabetisch sortiert, ganz einfach zum Scrollen, einfach mit dem Finger hochgleiten. Da sehen Sie, wie viele Sprachen es gibt, 105, also wirklich genial. Ich könnte dir auf Anhieb gar nicht 105 Sprachen aufzählen. Eben, es ist genial, es ist wirklich genial und es ist nicht nur ein Eisbrecher, sondern auch ein Spaßmacher. Sie werden sehen, wie viel Freude dieses Gerät bringt und außerdem lernt man auch Sprachen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ach, meine Kinder, die sind immer am Smartphone, wenn Sie jetzt verreisen, Campingplatz oder bei der Autofahrt, immer am Smartphone, da lernen die ja nichts. Hiermit, da lernen die tatsächlich Sprachen. Drücken Sie ihnen dieses Gerät in die Hand oder die Enkelkinder. Und dann werden Sie sehen, wie einfach man einfach kommunizieren kann. So, ich habe jetzt mal Deutsch voreingestellt, ganz, ganz einfach, und auf Russisch. Ich möchte jetzt zum Beispiel mit Diana sprechen und frage sie einfach mal, ja, wie es eben in der letzten Zeit so war. Und dann muss ich ganz einfach hier nur auf Rot drücken. Da ist nämlich die deutsche Sprache mit verbunden, mit dem roten Pfeil. Rote Taste, hier unten Russisch, grüne Taste, verbunden. So, ich, ganz einfach spreche ich jetzt mal in das Gerät rein. Hallo, meine Liebe, es ist so schön, dich zu sehen. Wie ist es dir ergangen? Jetzt übersetzt er. Jetzt übersetzt er gerade. Ist natürlich auch sehr einfach, ne? Also Russisch ist eine schöne Sprache, aber ich kann sie leider nicht. Aber mein Sprachübersetzer, der kann. Moment, ich mache ein bisschen lauter. Das ist auch sehr, sehr einfach. Mhm. Ah, sie macht die Lautstärke ein bisschen lauter. Das ist natürlich sehr praktisch, auch ganz einfach zu bedienen. Привет, моя дорогая. У меня все хорошо. Я рада тебя видеть вновь. Ich habe kein Wort verstanden. Hallo, mein Lieber. Mir geht es gut. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Oh, das ging ja wirklich super schnell und ich freue mich auch, dich zu sehen, meine Liebe. Das war ganz süß und so einfach, sehen Sie, ist es tatsächlich dann von Deutsch auf Russisch ins Gespräch zu bekommen. Wenn Sie in Russland jetzt wären, würden Sie barrierefrei sprechen können. Und ganz ehrlich, wer kann das von sich sagen? Ne? Also zack, einfach mal übersetzt, hier reingesprochen und zack, wird es ausgespuckt in der russischen Sprache zum Beispiel. Jetzt möchte ich mal ein anderes Spiel spielen sozusagen. Ich tue jetzt mal so, als wäre ich eine Engländerin und würde dann auf Deutsch gerne was wissen von Anne. Also muss ich erstmal wieder das Gerät umstellen. Ich gehe also oben auf Deutsch und scrolle durch die Sprachen. Dann möchte ich da
die Eingabesprache auf Englisch. Und da habe ich auch, das ist der Wahnsinn, schauen Sie mal die vielen Akzente, die es in Englisch gibt. Und die sind ja wirklich alle ganz verschieden und auch nicht so leicht zu verstehen. Also das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Hier Englisch UK, das wähle ich jetzt als Eingangssprache. Und dann möchte ich, dass es auf Deutsch, weil ich dann ja in Deutschland... auf Deutsch ist ja, Deutschland ist ja mittlerweile ein sehr beliebtes Reiseziel auch. Ne? Ja, auch ich meine, wir Deutschen jetzt in den Zeiten sind wir einfach mehr in Deutschland unterwegs und wir genießen unsere schönen Orte in Deutschland. Es gibt ja auch viele, ne? Und, aber ich meine, wenn du schon alleine in Berlin bist, in Berlin hört man ja eigentlich nur noch Fremdsprachen, ne? Spanisch und Russisch und Chinesisch das und Italienisch. So, ich habe jetzt wieder meine Sprachen eingestellt, Englisch und Deutsch, und frage einmal mal die Anne, wo hier denn ja zum Beispiel eine Bäckerei ist. Hello there, miss. I'm looking for a bakery. Could you help me, please? Hallo, Fräulein. Ich suche eine Bäckerei. Kannst du mir bitte helfen? Ich liebe das Gerät. Es macht so viel Freude. Natürlich kann ich dir helfen. Ich wollte sowieso gerade in diese Richtung laufen. Du kannst gerne mit mir mitkommen. Of course I can help you. I was just about to run in that direction anyway. You are welcome to come with me. Ja, das aber richtig fließend Englisch, wie so ein Schulenglisch, also auch toll ausgesprochen. Und da hat man ja auch direkt jemanden kennengelernt, ja, da kommt man ins Gespräch. Stell mal vor, du hättest den Sprachübersetzer nicht, dann hätten wir uns vielleicht nie kennengelernt. Ja, also ich hätte mich gar nicht getraut, so eine schöne Frau anzusprechen. Und jetzt macht es eben mein Sprachübersetzer für mich. Und zack, habe ich einen Kontakt. Und dann ist die Dame auch noch so nett. Dann werde ich direkt nochmal antworten. Oh, you're ever so kind. Should we go together and maybe I'll take you for lunch? Bist du jemals so nett? Sollen wir zusammen gehen und vielleicht nehme ich dich zum Mittagessen? Mit? Ja, super. Oder ist das genial? Es ist einfach deswegen mein Eisbrecher. Also solche Menschen mit so einer Aura, hätte ich mich vielleicht jetzt nicht getreut anzusprechen, weil ich vielleicht nicht perfekt gesprochen hätte. Aber somit macht es eben mein Übersetzer. Das stimmt, man hat so eine Hemmung. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Vielleicht hatten Sie Schulenglisch, was auch schon sehr, sehr lange her ist. Ja. Und dann traut man sich das auch nicht. Und ich finde das so schade, gerade wenn man irgendwo im Urlaub ist. Man möchte Land und Leute kennenlernen. Und ich finde das so extrem gut. Ja. Und jetzt für kleines Geld. Und stellen Sie mal vor, Sie müssten irgendwie ein Übersetzungsbuch jedes Mal mit sich herumschleppen. Ja, und dann übersetzt das ja auch nur Wort für Wort. Und hier haben Sie gleich 105 Sprachen und das fließend in Sätzen und das für 141,17 Euro. Aber seien Sie bitte schnell, das ist unsere Breaking News, weil der ist so gut wie ausverkauft. Sie müssen jetzt ganz, ganz schnell sein. NX4668 und die 569 ist die Bestellnummer. Und wir haben von Danny gehört, nicht nur im WLAN-Modus, also im Online-Modus verfügbar, sondern sogar im Offline-Modus. 12 Sprachen. Also das ist ja ein absolutes Highlight. Ja, genau. Und wie du es so schön erwähnt hast, diese dicken Wälzer, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben es ganz kompakt in der Hand. 105 Sprachen in Echtzeit übersetzt. Das ist einfach genial. Und jetzt möchte ich Ihnen auch noch eine wichtige Funktion zeigen, denn es ist nicht nur ein Eisbrecher, es ist auch mein persönlicher Retter in der Not. Stellen Sie mal vor, Sie sind im Ausland, haben den Pass verloren und dann gehen Sie zum Amt und Sie verstehen wirklich nur noch Bahnhof. Dann kann dieses Gerät für Sie Formulare übersetzen, indem es mit der Kamera hinten das Bild macht, einscannt und dann für Sie übersetzt. Es ist genial. Sie sehen es hier. Das werde ich Ihnen auch gleich mal demonstrieren. Das ist ganz, ganz einfach. Sie sehen, man geht einfach nur auf das Kamerasymbol und dann nimmt diese kleine Kamera hinten das Bild auf, scannt den Text dann ein und dann verstehen Sie, ob es tatsächlich beim Amt ist, wenn Sie einen Pass verloren haben oder beim Arzt, bei der Pharmazie. Sie sind dann wirklich auch so, das ist mein persönlicher Retter in der Not. Also es ist nicht nur ein Eisbrecher, es ist tatsächlich auch sehr... Ja, eine große Hilfestellung. Ich war mal in Griechenland in der Apotheke, weil ich das Buffet-Essen nicht vertragen habe. Und dann haben sie mir Medikamente gegeben. Also ich konnte noch so ein bisschen leicht andeuten, was ich für Probleme habe. Das ging ja noch mit Hand und Fuß. Aber als ich zu Hause war und mir den Beipackzettel durchlesen wollte, da war nichts mehr mit Händen und Füßen. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe das Medikament nicht eingenommen, weil ich Angst hatte, ich nehme es falsch ein. Oh Gott. Aber das ist natürlich andere Länder, andere Sitten. Und wie einfach das geht, ich würde sagen, schauen wir uns mal an, oder? Genau, also ich habe hier jetzt ein
Schild in der Hand und da könnte ich mir ja ein bisschen was zu texten, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen. Deswegen nehme ich jetzt hier meinen kleinen Apparat. Ich lege das gerade hin, damit ich das einscannen kann. Oder du hältst super. Ja? Vielen Dank. So, dann schalte ich das Gerät wieder an. Zack, ganz einfach. Euren Knopfdruck. Dann haben wir hier dieses kleine Kamerasymbol. Ganz einfach, zack, zu bedienen. Und dann scanne ich hier mein Bild ein. Einmal draufdrücken. Und dann sehen Sie auch hier so einen Scan-Vorgang. Es ist so ein kleiner Scan-Apparat tatsächlich. Wunderbar, ja. Jetzt muss ich es nochmal machen, weil wir tatsächlich im WLAN gerade Probleme haben. Aber das geht auch super schnell mit diesem Scan-Vorgang. Man kann es sich auch vorlesen lassen, man kann es selbst lesen. Ich finde das zum Beispiel auch ganz interessant für Speisekarten. Ne? Wenn man irgendwo im Urlaub ist, sich mal eine Speisekarte übersetzen lassen möchte, weil man beispielsweise kein Fleisch isst oder weil man eine Unverträglichkeit hat, da kann man das auch super nutzen. Oder natürlich hier dann auch mal zum Beispiel, wenn man irgendwelche Hygienemaßnahmen hat. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Oder eben auch mal, wenn man irgendwo am Flughafen ist und weiß nicht, ja, wo geht's denn jetzt hier lang? Und das ist die Neuheit. Greifen Sie hier zu, das ist ein absolutes Highlight jetzt bei uns. Und die Neuheit ist jetzt schon so gut wie ausverkauft. Und das ist eben das Besondere. Hier sehen Sie, wie einfach das auch geht. Man kann sich alles übersetzen lassen. Ja, hier zum Beispiel dann auch mal so Karten. Also das macht schon richtig viel Spaß und vor allen Dingen auch Sinn. Ja, und es ist eben genial. 105 Sprachen, das ist der Wahnsinn. Ja. Also das hat man ja wirklich, das kann keiner, kein Genie tatsächlich. Ne? Und dann aber auch diese 12 Sprachen im Offline-Modus. Ne? So, jetzt haben wir tatsächlich nochmal, zack, das Zeichen eingescannt. Sie sehen hier den Scan-Modus. Also man könnte ja hier irgendwie denken, man soll sich die Hände... Und dann haben wir ja, dann haben wir es übersetzt. Hier ist es. Bitte verwenden Sie das Desinfektionsgel. Danke. Ah. Und das ist ja sehr, sehr wichtig in den Zeiten, in denen wir leben, weil wir überall neue Maßnahmen und Regeln spezifisch der Hygienemaßnahmen haben. Deswegen wäre es hier jetzt sehr, sehr wichtig zu verstehen, bitte verwenden Sie das Desinfektionsgel. Dankeschön. Also ganz wichtig, jedes Land andere Sitten, andere Regeln. Und deshalb auch das wirklich ein Retter in der Not. Mit dieser kleinen Kamera scannen Sie einfach Formulare ein und dann haben Sie es auch übersetzt und sind auf der sicheren Seite mit Ihrem Retter in der Not. Ja, liebe Zuschauer, wir sind hier auf den allerletzten Stückzahlen. Nochmal, Sie müssen schnell sein. Das ist keine reguläre Sendung. Das ist unsere Breaking News. Und gerade jetzt zur Hochsaison decken sich alle damit ein. Ja, und das ist so wichtig, dass Sie jetzt schnell sind. Gehen Sie nicht leer aus. Es wäre so schade. Das ist ein Mehrwert für Ihr Leben. Und ich finde, so ein Sprachübersetzer gehört ins Reisegepäck, wie die Notfallapotheke, wie der Bikini, wie der Reisepass. Aber was auch dazu gehört, passen dazu unsere Tasche. Genau. Und damit Ihr neuer Reisebegleiter auch immer sicher bei Ihnen an Ihrer Seite ist, nehmen Sie am besten diese praktische Neopren-Tasche dazu. Neopren ist halt auch ein ganz tolles Material. Das sind so Surfanzüge, die generell aus den Sachen gemacht werden, mit einem Klettverschluss, damit er nicht raus rutscht. Und da passt aber auch noch ein bisschen mehr rein. Also wenn Sie sagen, ach, vielleicht auch so eine kleine Kartenbörse oder Geld tatsächlich, gar kein Problem. Und hinten können Sie es tatsächlich an einen Gürtel dran machen oder sogar eben um den Arm herum. Also ist auch sehr praktisch, wenn Sie eher der sportliche Typ sind, sagen, nee, ich trage gar keinen Gürtel, dann machen Sie es einfach hier um den Arm und sind einfach sicher unterwegs. Und Ihr kleiner neuer Reisebegleiter ist vor Wind und Wetter geschützt und auch fällt eben nicht runter und es ist halt immer auf der sicheren Seite und das Neopren ist halt auch ganz toll so beschichtet und geschützt eben. Also das direkt mit einkaufen, dann wissen Sie, ach, der kleine Begleiter ist immer sicher dabei. Ja, und durch diesen Reflektorstreifen wirst du auch in der Dunkelheit gut gesehen. Ah, ja, das ist praktisch. Es sorgt auch für Sicherheit und für 8,48 €, wenn Sie das noch mit zu unserem Sprachübersetzer bestellen, dann bekommen Sie das Ganze auch versandkostenfrei geliefert. Ist natürlich auch toll. Also gleich mit dazu bestellen, da ist sogar so viel Platz, da würde sogar ein kleines Handy noch mit reinpassen oder MP3-Player und dann noch passend dazu der Sprachübersetzer. Man kann es für den Gürtel nehmen, man kann es aber auch fürs Arm nehmen und passenderweise dazu haben wir zu unserem Sprachübersetzer, wenn Sie wollen, noch ein Netzteil. Genau, also wenn es Ihnen wie mir geht, ich weiß, von diesen schönen, qualitativ hochwertigen Netzteilen kann man nie genug haben, denn ich lasse gerne mal eins in der Hotelbahn stecken. Oder ich habe es eben gerade da nicht dabei, wenn ich es brauche. Und da kann man nie genug von haben. Wenn sie Familie hat, die sind immer alle am Handy, Tablet etc., ist einfach immer sinnvoll, mehrere davon zu haben. Und der Preis ist eben so klein, da müssen Sie gar nicht nachdenken. Auch wenn Sie hier das Triplet, den Echtzeitübersetzer, die Tasche und das Netzteil nehmen, es ist einfach sinnvoll. Und der Versand ist ja auch kostenlos.
kostenlos. 5,61 €, der Versand ist kostenlos, wenn Sie es in Kombination mit dem Sprachübersetzer und der Tasche bestellen. Jetzt schnell in die Leitung. Das machen übrigens die meisten, weil da hat man das komplette Paket und Netzteil braucht man ja immer. Also mittlerweile werden ja alle Geräte fast schon per USB betrieben und die kosten im Elektrofachmarkt normalerweise viel, viel mehr Geld. Ja, und wenn Sie jetzt aber unterwegs Ihren Sprachübersetzer nutzen, der eine sehr lange Akkulaufzeit hat, aber Sie keine Steckdose in der Nähe haben, dann empfehlen wir hier noch unser Power. Ja, ich liebe dieses kleine Gerät, denn es ist einfach so clever, dass ich einfach nur sage, es ist ein Must-Have heutzutage. Sie sehen hier, das ist ein kleines Solarpanel. Ich habe das zum Beispiel vorne auf der Armatur im Auto liegen. Und wenn ich dann das aufgeladen habe, nehme ich es immer mit in die Handtasche. Sie haben also ein solarbetriebenes Powerbank, ein Akku sozusagen. Und Sie können auch gleich zwei Geräte damit laden. Sie haben hier ein USB und dann direkt auch noch einen weiteren USB auf der anderen Seite. Also dann ist das Ganze auch stoßfest und spritzwasserfest. Es ist einfach sehr schön und leicht. Dann haben Sie auch hier so eine Möglichkeit, es anzubringen an einen Bund. Und es ist eben auch stoßfest. Also wenn es runterfällt, ist es nicht defekt. Es ist einfach schönes Gerät. Was auch noch mit dabei ist, ist eine Taschenlampe. Es ist einfach genial. Ne? Und wenn Sie dann sagen, hier, ich möchte Musik hören, mobil draußen, gar kein Problem. Parallel vielleicht noch dann das Handy laden und den MP3-Player dranhängen, gar kein Problem. Und dann haben Sie hier auch so eine Anzeige, damit Sie wissen, wie voll ist. Denn mein Akku, mit diesem Akku muss ich Ihnen sagen, da haben Sie bis zu 20 Stunden extra Power. Das ist genial. Schauen Sie mal, Diana genießt hier alles ganz mobil draußen, lädt ihre Geräte und hat einen tollen Nachmittag beim Picknick draußen. Es ist einfach toll. Und dann so klein und handlich eben. Es ist ein tolles Gerät. Schauen Sie mal, wie klein und praktisch und auch wie leicht es ist. Und es ist einfach ein schönes Gerät. Ja, vor allen Dingen Powerbanks sind normalerweise ultra teuer. Also ich bin ja hier beeindruckt. Ja, mit Solarzelle, das heißt erneuerbare Energie, der lädt sich automatisch einfach nur ins Tageslicht legen. Und das Besondere ist natürlich auch die Leistung. 4000 mAh. So ein Smartphone hat ungefähr 2000 mAh. Das heißt, Sie könnten hier Ihr Smartphone theoretisch zweimal komplett wieder aufladen oder aber auch zwei Smartphones uns gleichzeitig aufladen durch die zwei USB-Anschlüsse. Wie cool ist das denn? Ich habe schon Powerbanks gesehen, die kosten das Doppelte und Dreifache und haben eben nicht die Möglichkeit, hier über Solarzelle aufzuladen. Und das ist eine Katastrophe. Wenn man heute irgendwo unterwegs ist und das Smartphone ist leer, dann steht man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln da. Und im Dunkeln stehen sie nicht, weil hier ist ja noch eine kleine Taschenlampe mit eingebaut. Und das ist genial. Und aufgrund der hohen Nachfrage möchten wir Sie noch mal daran erinnern, unser Sprachübersetzer, der ist so gut wie weg. Wenn Sie jetzt nicht zugreifen, dann gehen Sie definitiv leer aus. Oder aber vielleicht hat es den Grund, dass Sie schon 105 Sprachen sprechen. Also ich muss sagen, es ist ein absolutes Must-Have. Deswegen ist er auch so gut wie abverkauft. Bitte, bitte zögern Sie sich nicht, ob Sie jetzt sagen, für die Enkel, weil die endlich mal weg vom Smartphone sollen. Oder als barrierefreies Sprachwunder. Nehmen Sie es mit ins Ausland und fühlen Sie sich endlich sicher und ganz ohne Zweifel. Sprechen Sie Menschen an, seien Sie mitten im Leben. Dieses Gerät wird Ihnen einfach das Leben im Ausland leichter machen. Sie werden Spaß und Freude haben. Sie haben gerade gemerkt, wie viel Freude wir das haben in der Benutzung oder hier auch beim Einscannen von Formularen, wenn es mal was Wichtiges ist. Es kann auch ein Retter in der Not sein. Es ist einfach für mich ein kleines Technologiewunder. 105 Sprachen in der Hand. Es ist der Wahnsinn. Und das in Echtzeit. Entweder nur Eis brechen oder Formulare lesen lassen als Retter in der Not. Es ist ja ganz egal. Auf jeden Fall müssen Sie das Gerät besitzen. Es ist einfach ein Must-Have heutzutage. Und wir hören auch gerade noch mal, wer jetzt nicht in die Leitung geht, der ist so gut wie weg. Der ist so gut wie weg. Sie müssen jetzt ganz, ganz schnell sein. Die Bestellnummer noch mal, die NX4668 und die 569. Sie müssen sofort in die Leitung gehen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie den hier noch bekommen, weil der ist Gold wert. Klein, mobil wie ein Handy, spricht 105 Sprachen für Sie und kann sogar das Geschriebene übersetzen. Wie cool ist das denn? Das gehört ab sofort ins Reisegepäck. Und dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß beim Verreisen. Ciao.